Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir denn hier heute auf dem Gabentisch? Ja, heute machen wir einen Ausflug nach Belgien. So, und in Belgien, was gibt's da? Ja, des Öfteren lecker Witbier. Wow, haben wir mal unseren, ja, sag ich mal wieder so eine Art Zuschauerwunsch tatsächlich schon fast erfüllt, in dem gefragt worden ist, ob ich nicht mal ein bisschen mehr belgische Biere oder auch Witbiere vorstellen kann. Zwei Fliegen wieder mit einer Klappe erwischt. Da haben wir nämlich diese kleine Steini-Flasche hier aus Belgien. Und zwar das Blanche de Namur. Oh, was ist das denn? Ja, seit 1858. 4,5% Umdrehungen haben wir drin. Und ja, das ist jetzt so klein geschrieben, dass man eigentlich gar nicht erkennt, was drin ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz und Hefe. Das ist, glaube ich, das, was da drin sein sollte. Oh, könnte sogar Naturtrüb sein. Ansonsten, Leute, das ist so klein geschrieben. Schade eigentlich, weil da bräuchte ich jetzt wirklich eine Lupe. Wie die das hinbekommen haben, so klein zu schreiben, das weiß ich auch nicht. Also das ist ja nun wirklich... Da wäre eigentlich auf der Flasche noch genug Platz gewesen, auch ein paar vom Schriftgrad her das Ganze ein bisschen größer zu machen. So weiß ich nicht, so vielleicht 11 pt als 5,5. Das sind hier bestimmt 5,5 pt oder so. Aber naja... Zumindest ist hier eine fröhliche Anleitung noch mit bei, wie man das Bier einschenken soll. Mhm. Also auch das kann ich leider nicht vorlesen oder auch zeigen, weil das auch hier oben so klein ist, dass ich das, wie gesagt, selbst mit bloßem Auge, und ich habe eigentlich gute Augen, aber so wirklich nicht erkenne. Also das ist richtig krass. Also das ist heftig. Ja, also vertrauen wir mal dem Ganzen. Was habe ich schon gesagt? 4,5% Umdrehungen. Witbier, was erwartet uns? Ja, eine Art Weißbier, nur auf jeden Fall ein bisschen saurer. Das können wir, glaube ich, so erstmal schon mal festhalten. Das war so der grobe Unterschied, den wir auch beim Störtebäcker Witbier tatsächlich ja im Dezember 2019 schon mal angesprochen hatten, die Thematik. Jetzt ist noch die Frage, wo hat er denn diese kleine Steini hierher? Ja, ganz überraschend, Leute, und zwar aus dem Kaufland. Kaufland... Ja, ihr wisst, ich gehe ja immer in so, ich sag jetzt mal, Getränkemärkte rein oder halte mich da ein bisschen länger auf, und wenn da einer vorbeikommt, dann schnappe ich mir den auch mal so von den Filialleitern oder so und frage da mal so ein bisschen. Und Kaufland macht momentan so ein bisschen ein auch auf Belgien. Ja. Kommt dann auch öfters mal vor, dass wir jetzt da so ein paar belgische Spezialitäten da haben. Natürlich, das Leffe hatten wir ja schon vorgestellt, auch beim Unboxing, ne, das Brune und das Blond, da hatten wir das ja schon mit dem Glas dann die Thematik. Ja, und jetzt kommt hier noch dieses Blanche de Namur. Daher, so, hat da Bierdurst, ne? Macht da mal auf jetzt da die kleine Steine, da freut er sich auch drauf. So, wollen wir mal gucken. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Bei einer 0,33er möchte ich ungern jetzt ein Weißbierglas holen, deswegen nehmen wir einfach unser traditionelles Tastingglas. Das wird schon so irgendwie funktionieren. So, lässt sich schon mal ganz gut öffnen. Und hier dieses schöne B da drauf mit der Krone, ne? Ist eigentlich auch ganz hübsch hier auf der Cap, oder? Sieht aber auch ganz gut aus. Kann sich auch sehen lassen. Kriegt der Sammler. So. Ich sag immer, kriegt der Sammler. Wir müssen mal eine Sendung hier machen, wo wir mal so ein bisschen über Kronkorken philosophieren und vor allen Dingen auch über die Aufbewahrung. Das ist ja auch so eine Thematik für sich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir sowas mal machen wollen, was ich davon halte oder generell. Also ich sammle die Dinger jetzt erstmal, aber ohne die, wie sagt man, einzusortieren oder so. Weil die sind erstmal alle nur so in einem Beutel. Weil der Sammler vom Instagram, der hat mich mal gefragt, ob ich für ihn sammeln würde. Und ich habe es einfach mal ja gesagt, aber irgendwie ist der Kontakt abgebrochen seit fast einem Jahr. Aber ich sammle immer noch für den Sammler. Also auch so ein Insider, ne? So ein Running Gag, der sich hier schon auf dem Biersippler ziemlich lange hält irgendwie. Mein Gott, ich schnack heute aber auch schon wieder. Komm, lass mal reinlaufen da. Entspannungsverdampfung ist übrigens vorhanden. Und oh, was kommt denn da hinein ins Glas? Was ist denn das? Das sieht aber milchig aus. Wow. Gott, ich bin ja beeindruckt. Was ist denn das hier? Ach du liebes bisschen. Jetzt bin ich überrascht. Wow. Okay, das wird eine spannende Geschichte hier, glaube ich. Gut, der Reihe nach. Biersüffler, konzentrier dich mal da. Bist ja schon ganz hypnotisiert. Ist ein Bier, Freunde. Gibt sich als Bier zu erkennen. Ich hab's erkannt. Es ist ein Bier. So, phänomenale Blume. 1, 2, 3, also ungelogen, Leute, 3 bis 4 Finger breite Blume. Extrem kompakt, also richtig extrem kompakt. Schneeweiß das Ganze, absolut feinporig. Da könntest du jetzt wirklich hier die Initialen reinschreiben, wie bei einem guten Guinness, ein frisch gezapftes. Kaum Luftbläschen drauf, kaum Kraterbildung drauf. Überzeugt euch selbst.
an Perfektion kaum zu überbieten. Das ist Perfektion. Ne? Das sieht richtig geil aus. Wow, Leute, und jetzt schwenke ich mal das Glas und jetzt schaut mal das hier an. Was ist denn da los? Ist da ein Maler hier vorbeigekommen mit einem weißen Pinsel da? Guck mal. Wow, Hammer, oder? Das sieht mal richtig ansprechend aus. So, dann haben wir es hier ganz klar, ja, mit einem naturtrüben Bier zu tun. Und jetzt kommt's, die Farbe. Das ist ja abgefahren, Leute. Das sieht aus wie Zitronen. Zitroneneis, also wirklich so richtig. Kennt ihr Zitroneneis? So von der Farbe her, wie sagt man immer, das ist so cremig auch teilweise. Das ist so richtig hell, gelb, cremig. Ananassaft könnte auch so in der Farbe sein, wobei der Ananassaft fast noch ein bisschen dunkler daherkommt. Also es ist wirklich ein extrem helles Gelb, was aber wirklich so cremig daherkommt, eine so unglaublich fantastische Tiefe besitzt, so richtig deep geht's da rein, ohne nur ein Anzeichen von Wässrigkeit zu haben. Und ich habe ja einen ganz normalen Einschank hier gemacht. Das ist wirklich von der Optik her verdammt ansprechend. Karbonisierung auch wirklich dermaßen gleichmäßig. Es perlt richtig schön vom Glasboden ab nach oben. Wirklich fast schon hypnotisierend. Sehr schön, man erkennt es nur ganz schwach, weil die Trübung ist schon wirklich phänomenal. Und ja, Schwebeteilchen, Heferückstände, ähnliches erkenne ich hier sowieso nicht. Und einen Blumenteppich brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen, Freunde. Das steht immer noch wie eine 1 im Glas. Ja, wenn ich jetzt könnte, würde ich sogar 7 Punkte geben von 5. Aber wir müssen auf dem Boden der Tatsache bleiben. Optik, Ästhetik, ganz klar. 6 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Stellt der Wirt mir das hin, dann sage ich, komm, hau ab, du. Mach da schon mal 2 Zapfen, großen Bierdurst. Sieht verdammt gut aus. Mann, 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 das ist wirklich toll. Gut, dann wollen wir mal gucken. Schluppern wir mal ein bisschen an. Ja, und da kommt das jetzt, was ich auch beim Öffnen der Flasche schon sofort bemerkt habe. Das wird jetzt schwierig zuzuordnen. Außer das ist lecker. Das ist lecker. Also vom Bouquet her sehr, sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst. Da schießt ein etwas in die Nase. Ich sag bewusst etwas, ohne größer auf eine Definition einzugehen, weil mir fehlen so ein bisschen... Ich versuch's trotzdem. Also ich hab's gerade eben... Wir hatten mal das Messina-Bier gehabt aus Italien. Das war so ein... So ein Sale-Bier, also so ein Salzbier gewesen irgendwie, mit Salzkristalle. Und ich, so ein bisschen erinnert mich das vom Geruch her, also auch eher so eine salzige Komponente, die ich da rausrieche, die aber sofort von irgendwie auch was Saurem, Herben, ja, das ist so eine ganz, ganz komische Abstimmung, die ich ganz schwer definieren kann, außer dass es verdammt lecker riecht. Mir gelingt es nicht. Also es ist so eine Mischung zwischen Salz und Zitrone, würde ich jetzt fast sagen. Irgendwie sowas dazwischen. Mein Gott, nee, das ist aber unexklusiv, ne? War das teuer gewesen? Ich weiß das gar nicht. Nachher ist das ja voll das Billiggesöff aus Belgien. Ich habe keine Ahnung, Leute, ob das teuer war oder nicht. Ich packe einfach immer ein und an der Kasse, naja, gucken wir mal. Aber vom Geruch her ist das schon exklusiv. Also das ist ein Bouquet, das hast du nicht alle Tage. Gut, wir trinken ja auch nicht jeden Tag Witbier, nicht wahr? Ich kann das wirklich nicht zuordnen. Also ich würde salzig und sauer. Das sind so diese zwei Komponenten, die ich am ehesten damit assoziieren würde. Ja, und auch mit geschlossenen Augen. Kriege ich es nicht hin. Also es ist auf jeden Fall frisch. Es ist auf jeden Fall frisch und na ganz klar, ein Malzkörper, klar, den riechst du auch irgendwie raus. Nur, aber das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das ist ja normal. Gut, Freunde, jetzt bin ich auch mal richtig gespannt. Jetzt machen wir mal einen Antrunk. Habt ihr Bock drauf? Wahrscheinlich. Ne, deswegen habt ihr eingeschaltet. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh ja, oh, oh, ui, das ist aber, ach, das ist ja was Feines. Ja, gar nicht mitgerechnet. Ja, das schmeckt aber ganz anders, ne, als das Störtebeker Witbier. Warum schmeckt denn das so anders? Das schmeckt ja so viel besser, warum? Ich blamier mich bestimmt gerade wieder. Wahrscheinlich voll das Billigbier, ne?
Ich erinnere nur an Turmbräu, die Geschichte. Nee, Leute, mal Spaß beiseite jetzt. Das war eben gerade vom Antrunk her, aber wirklich sehr, sehr exklusiv und sehr, sehr angenehm. Also, das ist schon was Hochwertigeres, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif sagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich nicht vorher informiert oder ähnliches. Ich weiß halt nur, dass es aus Belgien kommt, weil es in der Abteilung Belgien-Biere stand, neben dem Leffe. Und das Aussehen top und auch das Bouquet super interessant. Und jetzt beim Antrunk muss ich sagen, das, was sich da auf der Zunge gerade eben da entfaltet hat, das ist auch mal was ganz anderes. Also hatte ich bisher noch nicht, ich kenne es noch nicht. Also es ist so ein völlig neues Geschmackserlebnis, was ich so noch nicht vorher hatte. Ich kann jetzt auch leider nicht genau definieren, wonach es schmeckt. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer mit einsteigen. Ich kann aber die Eigenschaften, die kann ich auf jeden Fall schon mal herausziehen. Und zwar Tendenz hin zu einem gemütlichen Bier, ohne aber die Dynamik abspenstig zu machen. Also natürlich ist es ein dynamisches Bier, gut gekühlt, guter Zug drauf, kann man trinken. Ja, es gibt noch dynamischere Biere, zweifelsfrei. Dennoch aber hat es einfach in der Entwicklung, in der Entfaltung im Mundraum schon so diese Eigenschaften, dass es sehr, sehr gut getrunken werden will, weil hier, da beißt nichts, da zwickt nichts, da juckt nichts. Sehr ausgeprägt schon beim Antrunk. Also auf der Zunge merkst du tatsächlich so ein kleines ja, Aromaspektakulum, das sich hier breitflächig verbreitet. Auch ein schön langer Nachhall, der einem da noch bereitet wird im Mundraum selbst. Und sehr voluminös vor allen Dingen auch. Also Backen, Innenwände, Zunge, alles komplett benetzt. Wunderbar. Ist ein Anzeichen für gute Qualität. Also das ist schon ein bisschen hochwertiger, würde ich jetzt so aus Erfahrungswerten her herausschmecken wollen oder feststellen wollen. Ja, auch hier gilt, glaube ich, nicht die Temperatur zu weit runterkühlen, auch eher so ein bisschen so, naja, ich sag mal ab 8 Grad vielleicht, dass man da nicht weiter runterkühlt, weil hier auch so diese feineren Nuancen, die da drin stecken, erst richtig zur Geltung kommen, wenn sie eine gewisse Temperatur erreicht haben, wenn sie ein bisschen angezogen sind. Also auch hier durchaus kleinere Schlucke hin in den Mundraum reinlaufen lassen und auch ein bisschen länger im Mundraum behalten, weil da entfaltet es sich tatsächlich noch ein bisschen besser. Genau. Schöner langer Nachhall immer noch da. Sehr lang anhaltend. Ich habe da Bock drauf, Leute. Das hat so einen gewissen Spannungsbogen. Wenn man das vorher noch nie hatte, so einen Geschmack im Mundraum, dann ist das nicht nur ein bisschen irritierend für einen, weil das Gehirn gerade gar nicht so irgendwie von den Rezeptoren oben irgendwie klarkommt, so, wo ordentlich das ein, in welche Schublade Geschmack. Ja, das ist einfach mal was Neues. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist natürlich so ein Spannungsbogen. Ne? Das Interesse ist da. Also wir müssen da auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das Ganze noch mal ein bisschen auseinanderklabüsern hier. Ja, das ist deutlich salzig-zitronig. Das ist toll. Das ist toll. Ich werde euch sagen, was hier so eine große Rolle spielt. Das ist hier auch die Hefe, Freunde. Das ist die Hefe, die hier richtig klar den Taktgeber spielt in diesem Bier, die sehr bestimmend ist und tatsächlich auch den Malzkörper, wo man ganz klar den Weizen auch herausschmecken kann und diese Fruchtigkeit, diese Säure, hier für Witbier, wie gesagt, ja auch steht, komplett abholen tut. Ja, also die Hefe spielt hier ein sehr, sehr großer Faktor. Da liegt, würde ich sagen, auch der Fokus tatsächlich drauf, um ein Gesamtspiel, eine Gesamtkomposition zu ermöglichen, die tatsächlich dieses Bier hier so fein ausbalanciert daherkommen lässt. Das ist schon wirklich interessant. Das hast du nicht alle Tage, das muss man ganz klar sagen. Ich überlege mir nur, ob ich das jeden Tag trinken könnte, weil da stelle ich mir dann schon ein bisschen speziell vor. Ne? Also da muss man drauf abfahren, sage ich mal, auf diesen Bierstil. Ja. Und wenn wir jetzt einen Abgleich machen würden, und mir ist das Störtebeker Witbier noch gut in Erinnerung geblieben, ist ja auch noch nicht ganz so lange her, gibt es ja wie gesagt auch im Rewe Getränkemarkt oder auch beim Getränkehofmann. Und wenn ich das jetzt hier erinnere und mich abgleiche, dann ist das hier aber ganz klar der Favorit, Leute. Das schmeckt ganz anders als diese Störtebäcker-Geschichte da. Das ist viel, viel raffinierter, das ist viel geiler ausbalanciert. Da sind noch viel, viel feinere Nuancen tatsächlich drin. Also das ist schon wirklich
Wahnsinn, hätte ich jetzt als zweites das Störtebeker Witbier getrunken, dann wäre ich wahrscheinlich enttäuscht gewesen. Ja, das ist so irgendwie, das hier, das ist wirklich genial. Das ist. Ja. Also der Malzkörper, der ist natürlich gleich zu Beginn da, der hat. Der ist jetzt vielleicht nicht so wuchtig, ne, dass man sagen könnte, Mann, das ist jetzt aber schon ordentlich so ein Aroma nach gebrannte Mandeln oder so ein typisches Getreidesilo, wie man kennt. Sondern hier ist das Ganze tatsächlich erst so ein bisschen plattgewalzt, ne, so sehr linear tatsächlich auch. Aber so linear, dass man immer noch merkt, womit man es zu tun hat. Also man hat ganz klar einen malzigen Geschmack auf der Zunge, schöne Lieblichkeit, Nussigkeit, so wie es eigentlich sein soll. Das Ganze natürlich sehr erfrischend, wie gesagt, generell auch vom Malzkörper her. Also es ist so nicht so dieses Bappige, was man auch von eher billigeren Bieren, sage ich mal, kennt, sondern halt so richtig schön ausbalanciert. Ja, geht dann über in diese Fruchtigkeit rein, ganz klar Zitrusfrucht. Das ist so eine Säure, die aber auch nicht irgendwie aufgesetzt daherkommt, sondern so richtig gut ausbalanciert. Auch eher so ein bisschen, ne, reduziert, nicht wirklich eine Spitze drin. Und dann kommt dieses Zusammenspiel durch diese Hefe. Ich sagte ja schon, die Hefe holt so ein bisschen den Malzkörper und diese Fruchtigkeit tatsächlich ab, um so ein Gesamt, so eine Gesamtkomposition als Spitze zu erzeugen. Das ist dann immer dieser Effekt, wo ich sage, ja, so dieser Unterstrich, so unterm Nenner sozusagen. Ne? Und das ist so das, was hier dieses Besondere ist. Und das riechst du dann halt auch raus. Das ist so dieses Zusammenspiel vom Weizen, Hefe, Säure. Das ist so. Und dass das Salzige da ist, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber vielleicht verwechsel ich das auch irgendwie, dass ich es falsch assoziiere. Vielleicht ist es auch ein bisschen eher pikanter oder so. Ja, so spicy halt. Ne? So, das ist so. Sehr toll, Leute, ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas, das muss ich ganz klar sagen. Gebraut in Belgien, ja, Witbier, toll. Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt blamiert habe, dass es in Wirklichkeit hier voll das Discounter-Bier ist da in Belgien, keine Ahnung, aber ich kann euch nur subjektiv sagen, ich finde dieses Bier hier tatsächlich ziemlich hochwertig, muss ich sagen. Vom Geschmack her habe ich vorher noch nie solch ein Bier getrunken, weil es von den Eigenschaften her, von den einzelnen Nuancen her und auch von der gesamten Textur her so noch nie hier auf dem Gabentisch zu stehen hat. Also es ist für mich eine absolute Premiere. Wenn ich einen Vergleich suchen müsste, würde ich sagen, am ehesten vom Geruch her würde es an das Messina rankommen, was so dieses Exklusive, dieses Außergewöhnliche, Spezielle irgendwie so daherkommen lässt. Nur auch wenn ich diese beiden vergleichen würde, würde dieses hier, dieses ja, Blanche de Namur auf jeden Fall hier bevorzugen. Das ist okay, Leute, das ist schon. Ah, lecker. Das ist bestimmt auch im Sommer richtig erfrischend, oder? Stelle ich mir so richtig erfrischend vor. Gut, Freunde, dann bewerten wir doch noch den ganzen Spaß hier. Am liebsten, ach übrigens, was ich noch sagen wollte. Nachhall. Dieses Bier hier hat einen unglaublichen Nachhall. Liegt vermutlich auch an der Hefe, schätze ich mal. Wenn sich das Bier, wenn du es runtergeschluckt hast, mit der Speichelneuproduktion neu verbindet, sorgt das dafür, dass du wirklich bestimmt locker eine Minute, ja, erstmal schön noch so diesen bierigen Nachgeschmack hast. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Okay, wollte ich noch mal kurz erwähnen. Bewertung. Am liebsten würde ich eine Krone-Bewertung rauskloppen, Leute. Ich würde am liebsten wirklich subjektiv sofort 6 ja, von 5 Punkte rauskloppen, eine Krone-Bewertung, weil es hat mir einfach geschmeckt. Ich würde sofort eine zweite Flasche aufmachen. Ja, finde ich sehr, sehr lecker. Aber da wir Witbiere tatsächlich erst 2 getrunken haben, das ist jetzt hier das zweite, will ich erstmal abwarten, mindestens 10 trinken, dass man abgleichen kann. Weil die unterscheiden sich jetzt komplett. Das ist absolut kein Vergleich mit dem Störtebeker Witbier. Das ist ja was völlig anderes. Das ist eine ganz andere Liga, wie ich finde. Schmeckt mir wesentlich besser. Dennoch möchte ich aber trotzdem die eine sehr hohe Wertung oder auch die Höchstwertung im Prinzip unter der Krone-Bewertung rauskloppen. 5 von 5, /6 möglichen Punkten. Wobei hier, wie gesagt, eher Tendenz 5 plus. In dem Sinne, ich empfehle es, wenn ihr im Kaufland seid, Leute, nehmt euch mal so ein kleines Fläschchen mit. Werdet da nicht bereuen. Ist mal was ganz anderes. Wer Witbier nicht kennt, der hat hier mal so die Gelegenheit, mal was ganz Spezielles zu trinken. Was sehr raffiniert ist, muss ich sagen. Ja, das ist völlig untergegangen bei mir. Finde ich toll. Richtig coole Empfehlung, mehr oder weniger auch. In dem Sinne, Freunde, Bier so fleiß draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Biertest. Ciao.